herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Einige von euch wissen das ja, bevor ich Lehrer wurde, war ich Bankkaufmann. Und heute will ich euch etwas aus dieser Zeit erzählen, denn ich will euch etwas zum Dispo-Kredit erzählen. Wisst ihr, was der Dispo-Kredit ist? Wenn du ein Konto bei einer Bank oder bei einer Sparkasse hast, dann kann es sein, dass die Bank dir einen Dispo-Kredit einräumt. Das ist sowas wie eine Erlaubnis, das Konto zu überziehen. Die Sache hat aber einen Haken, die Bank möchte da Geld für haben. Und so ein Girokonto zu überziehen ist richtig, richtig teuer im Vergleich zu einem normalen Kredit. Und ich nenne euch mal zwei Zahlen. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. So der durchschnittliche Überziehungszins bzw. Dispozins liegt momentan in Deutschland so bei 13%. Ein Konsumkredit, also wenn ich so einen richtigen Ratenkredit abschließe, der liegt im Moment so, das ist ganz unterschiedlich, sagen wir mal bei 7%. Also auf jeden Fall so ungefähr die Hälfte. Das heißt, wenn ihr euch wirklich mal etwas Größeres kaufen wollt, eine Kamera oder ein Auto oder was, dann schließt dafür immer einen Kredit ab. Und zwar so, dass ihr ihn dann mit Raten zurückzahlt. Das ist auch nicht ganz umsonst, aber auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn ihr das über das Girokonto macht. Und wenn man diesen Dispo-Kredit dann auch noch überzieht, dann kommen da zusätzlich noch Überziehungszinsen dazu und das sind dann manchmal nochmal 5% mehr. Und jetzt kann man sich das schlecht vorstellen. Was kostet das denn, wenn ich 50 Euro im Minus bin oder 100 Euro oder 200 Euro oder 2.500 Euro? Und das zeige ich euch nun jetzt mal, damit ihr seht, Finger weg vom Dispo. So, und wir gucken uns jetzt zwei Rechenbeispiele an. Erstmal sagen wir, damit wir es nicht so schwer haben, 13% zahlen wir für den Dispo, also Dispozins. Und beim ersten Mal überziehen wir 50 Euro und beim zweiten Mal überziehen wir mal mit 1.500 Euro. Und wir sagen beide Male, wir bleiben im Dispo drin, damit das nicht so schwer ist. So, wir nehmen die ganz normale Zinsformel, also Z ist gleich K mal I mal P durch 100 mal 360. Und jetzt setzen wir einfach ein. Z ist das Kapital, also in diesem Fall überziehen wir mit 50 Euro. Wir nehmen nur einen einzigen Tag und das Ganze mit 13% und das geteilt durch 36.000. Taschenrechner raus, 50 mal 13 geteilt durch 36.000, also 2 Cent am Tag. 2 Cent. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit 1.500 Euro an. Wieder machen wir Z gleich K mal I mal P durch 100 mal 360 und wieder setzen wir ein. Z ist gleich, so, was haben wir jetzt? 1.500 mal einen Tag, weil wir das nur für einen Tag ausrechnen, mit 13% geteilt durch 36.000. 1.500 mal 13, 1 können wir uns sparen, geteilt durch 36.000. Das sind dann schon 54 Cent am Tag. So, und nun habt ihr hier einfach mal zwei Vergleichszahlen. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, ist es das wirklich wert, das Girokonto mit, ich sag mal, 1.500 Euro im Monat zu überziehen, wenn man am Tag 50 Cent dafür bezahlt? Rechnet man das auf einen Monat hoch, kostet nur das Überziehen schon 15 Euro. Und natürlich kommt noch der Zinseszinseffekt dazu und es wird immer mehr. Und wenn ihr wirklich mal in die Bredouille kommt, dass ihr Geld braucht, dann kann ich euch immer nur empfehlen, ab zur Bank, notfalls auch einen kleinen Kredit abschließen, weil wenn ihr nur 6.5% bekommt, dann zahlt ihr hier schon die Hälfte. Und das lohnt sich immer. Also, zum Schluss kann man sagen, den Dispo-Kredit nur in absoluten Notfällen benutzen und wirklich dann auch ganz, ganz flott wieder zurückbezahlen, weil das ist der teuerste Kredit, den es gibt. Mal abgesehen vom Überziehungskredit. Dann würden da jetzt noch ein paar Prozente draufkommen. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, das war's.
So Leute, das Video ist zu Ende und wenn es gut gelaufen ist, dann habt ihr heute was gelernt. Und wenn das so ist und wenn es euch gefallen hat, dann tut mir den Gefallen und empfehlt diesen Kanal weiter. Okay? Das war's.